Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Temtem. Und es wird die vorletzte regelmäßige Temtem-Folge sein, denn die achte Folge haben ganze 37 Leute geguckt und das ist momentan doch ein bisschen wenig für mich. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Was ich aber machen werde, ich werde Temtem auf jeden Fall privat noch weiterspielen, weil ich möchte noch gegen Lukas spielen. Und ich werde ab und zu mal ein Status-Update geben. Das werde ich sehr gerne machen. Allerdings werden die immer ein bisschen auseinander sein. Aber gut, so ist es halt. Manchmal. Manche Projekte werden angenommen, manche werden nicht angenommen. Deswegen habe ich ja in letzter Zeit immer mal wieder auch einfach eine Folge von irgendwas rausgebracht, um zu gucken, wie wird das angenommen von den Zuschauern. Und nachdem die ersten Temtem-Folgen ganz okay waren und ja, jetzt halt nicht mehr. Naja, Festungsverwalter, da sind sie ja wieder. Wo sind meine Temtem-Karten? Was meinst du? Ich war doch noch gar nicht da, Kollege. Ach, guck mal, da hat das kleine Starter-Temtem dabei, das wir nicht genommen haben, das Crystal. Und das ist gar nicht mal so stark. Boing. Wow. Au, Alter. Okay, das ist totaler Scheiß gegen das Vieh. Telekinese, Schrapnell. Ich vermute mal, dass unser Hutschik jetzt bitterbös ins Gras beißen wird. Ach, Gott sei Dank, es hat sich gebufft. Und es hat sich selbst verletzt. Sehr schön. Boah, das ist eventuell unsere Rettung. Es ist unsere Rettung. Krass, aber es hat halt kaum Plus gegeben. Dafür, dass das Vieh schweinestark war. Oh, du greifst ja gar nicht. Du bist keiner von denen. Wer sind denn die? Die Fremden in den Uniformen. Sie sind hier reingerannt wie ein wütendes Skyl und haben alles zerlegt. Also deswegen sieht es hinter dir aus wie Hempels unter dem Sofa. Alles klar. Und wer sind die? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Sie sind nicht aus Dennis. So viel ist sicher. Und wo sind die? Wo kannst du sie nicht finden, Wolle? Sie sind überall. Ich glaube, ihre Anführerin ist oben. Sie sucht irgendwas. Was suchen sie denn? Ich bin nicht sicher, aber einer von ihnen sprach sie mit Herrin an und versprach, dass sie jeden Stein einzeln umdrehen würden. Also durchsuchen sie wohl die Ruinen nach etwas. Bitte, wenn du auf sie stößt, sei vorsichtig. Sie halten sich nicht an Regeln und ihre Temtem sind rasend. Wenn sie gewinnen, stürzen sie sich auf dich wie wilde Bestien. Ja, ne? Hört sich nach einem Plan an. Auf jeden Fall müssen wir erstmal unser Hutschik nochmal zusammen flicken. Und wir gehen weiter. Okay, da komme ich gar nicht lang. Das sind dann wohl die hier. Belsoto-Speer. Und was tust du hier? Du stellst hier nicht die Fragen, was tun wir? Geh zur Seite oder sonst. Was glaubst denn du, wer du bist? Das ist das Letzte, das du sehen wirst, bevor dir die Lichter ausgehen, du Bauer. Lass uns tanzen. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Wenn die so gut wie Team Rocket oder ich weiß nicht, wie die in Schwert und Schild heißen, wenn die so gut sind, dann easy. Aber da war scharfe Blätter. X wie plump. Bam. So groß mit Hutschnur, ey. Na gut, Eis bringt da natürlich nicht so viel. Aber ich habe immer noch nicht gecheckt, woran ich erkennen kann im Voraus,
welche Attacke gegen wen gut ist, ehrlich gesagt. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Bin mir nicht sicher. So, das kriegt erstmal einen Fuß ins Gesicht. Ach, schade, hat nicht ganz gelangt. Wir haben noch zwei Temtem in der Hinterhand, darauf sollten wir aufpassen. Narkoleptischer Treffer, ein effektiver Angriff, der den Angreifer psychisch erschöpft und zwei Runden lang einschlafen lässt. Komm, das machen wir für die giftigen Sporen. Und ein paar Harak. Irgendwie so die richtig geilen Temtem haben wir noch nicht erblicket. Aber das kommt hoffentlich noch. So ein bisschen Schaden immer die Billo-Attacken nehmen. Au. Okay, das ist nicht schlecht. Schläft es dabei ein, aber ich muss noch mal kurz lesen, gleich was das bringt, wenn es schläft. Gar nichts. Okay, es schläft einfach so. Premium. Telekinese-Schrapnell. Ich weiß nicht, ob das das komplett fertig macht. Nee, so gar nicht. Das könnte jetzt hässlich werden für unser Hutschick. Ja, es wird hässlich für unser Hutschick. Macht aber nichts. Wir haben noch genug andere gute Temtem dabei. Zum Beispiel das Tuvai. Jetzt mal. Scharfe Blätter. Und, ja gut, das sind auch beides Vögel, aber picken sollte, na, langt nicht ganz. Oh, das scharfe Blätter ist super. Wow, Hypnose, das bringt jetzt super viel. College. Ja, wart halt. Easy. GZ. Naja. Oh, das hat aber immerhin halbwegs viel Geld gebracht. Nee. Ach so, ich hab gedacht, ich müsste jetzt nochmal gegen die kämpfen, aber... Es sind nur zwei nervige Skulls. Na, das ist nicht so ganz effektiv. Oh, das war nicht so wirklich effektiv. Komm, picken. Picken ist super. So viel schlechter ist das jetzt auch nicht und die Attacke ist viel billiger. Der narkoleptische Schlag, der kann was. Das Vieh schläft jetzt halt die ganze Zeit, ne? Ach, come on! Das gäbe es bei Pokémon nicht. Ein Fitzel. Bisschen übrig bleibt Gedöns. Sehr schön. Monster zusammenflicken. Falsche Taste. So. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Beleber wirklich einsetzen will, aber... Ach komm. It hilft ja nischt. Sehr gut. Oh, wie viel stehen denn da rum von denen? Die sind ja echt überall. Oh, ein Bansche. Das war... Oh, zwei Bansche. Die waren echt nicht zu verachten.
Deswegen, ich gehe jetzt mit beiden Temtems auf einen Gegner. Alter. Boah, das wird hässlich. Ich werde auf jeden Fall wieder drauf gehen, wenn ich mich jetzt nicht heile. Aber ich habe nichts, mit dem ich mich so stark heilen könnte. Dass ich nicht drauf gehe. Deswegen nehme ich das jetzt mal in Kauf. Ich habe ja noch diese komische. Sorry. Ich habe ja noch die komische Essenz. Der Gatlin wird wieder nichts bringen. Nein, natürlich nicht. Aber wenigstens bringt der Windstoß gegen mich auch nichts. Und picken sollte vielleicht sogar lang. Oh, nee, so gar nicht. Aber es hat sich fast selbst umgebracht. Lübt. Sehr schön, beide aufgestiegen. Läuft. Gar nicht so verkehrt. Und da kommt gleich der nächste Doppelkampf. Muss ich irgendjemanden heilen vorher? Nö, sieht nicht so aus. Kein unautorisierten Einwohner. Wer zur Hölle bist du und was tust du hier? Erkläre dich, ich bin Pulitzer und ich werde dich fertig machen. Das werden wir sehen. Ja, das werden wir tatsächlich sehen. Es kann schon sein, dass ich auf die Nüsschen bekomme. Gut. Oder auch nicht. Ne? Ach, warte mal, das wurde jetzt gerade rot angezeigt. Das heißt, es ist scheiße. Und weiß ist okay. Habe ich das gerade richtig gedeutet? Ah, okay. Tatsächlich, es ist so. Das hat auch, glaube ich, jemand in den Kommentaren geschrieben. Nur habe ich es nicht so richtig verstanden gehabt, was da stand. Das ist ja praktisch. Au! Warum sind die schneller als ich? Weg damit. Immer müssen sie sich selbst verletzen. Oh, guck mal, der kämpft sogar noch mit einem kleinen Kaku. Wie süß. Hey, aber mir fällt das jetzt erst massiv auf, dass es unterschiedliche Farben annimmt. Ich bin verwirrt. Aber kann mir ja nur recht sein. Besser spät als nie. Haben wir irgendwie was Besseres so Angebot? Nee, nicht so richtig. Tschüss. War natürlich jetzt nicht so ganz clever. Ich glaube, ich nehme mal das Geil rein. Wenn es drauf geht, wäre das nicht so gut, aber dann ist es halt so. Aber das muss auch langsam mal aufsteigen, weil Level 9 ist dann doch ein bisschen dürftig. Warum verwirrt das seinen Gegner? Seinen Kumpanen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also gewinnen werde ich auf jeden Fall, aber... Ey, was heißt denn hier überlastet? Du pennst doch sowieso. Nein, 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 nein. Autsch.
Weiß nicht, ob das geil ist, schaffen wird. Doch, es schafft es. Komm schon, du musst nur vorher dran kommen. Yes. Lübt. Ich finde es gut, dass solche Vergiftungseffekte auch einfach mal aufhören nach einer Zeit. Das wirst du bereuen, Eindringling. Ich glaube nicht. So. Ich habe eine Essenzflasche. Hau rein. Weil jetzt, glaube ich, wird es langsam wichtiger, weil wir kommen, glaube ich, demnächst auch in einen Bereich. Oh, was ist denn hier los? Wo es noch mehr Gegner geben wird, wenn der Chef dann irgendwann kommt von der Bande. Sophia, nochmal, ich weiß nichts von. Ach, du bist das Polizei. Endlich etwas Glück. Was, wie bist du denn hier gelandet? Ich hab mich hier etwas nach dem Surfen entspannt. In der Zelle, alles klar. Und dann kommt diese Frau vorbei mit einer ganzen Truppe von Lakaien und fragt nach ihrem verborgenen Schatz. Aus dem Nichts haben sie mich entzimmelt und mich in diese Zelle hier geworfen. Ich habe gehört, wie ihre Untergebenen die Lady Lottie genannt haben. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber das ist vollkommen inakzeptabel. Sie muss irgendwo auf den oberen Stockwerken sein. Ihre Leute durchsuchen die gesamte windgewandte Festung nach dem Schatz, von dem sie die ganze Zeit redete. Sie hat bestimmte Schlüsse zu diesem Käfig. Du musst ihn irgendwo bekommen und mich befreien. Sei vorsichtig mit dieser Lady Lotte. Sie kann gut mit ihren Temtem umgehen. Na dann. Ach, guck mal, Salbe Plus. Jetzt kriegen wir langsam auch mal besseren Shit, ne? Ah, du bist... Nein, ich bin keiner von denen. Aha, uff, okay. Tut mir leid, ich verstecke mich schon zu lange hier im Dunkeln. Sind sie weg? Wer sind denn die? Ich weiß nicht, wer die sind, um ehrlich zu sein. Es ist mir egal. Ich will nur allein gelassen werden. Gerade habe ich noch dieses architektonische Wunder angehimmelt und dann muss ich plötzlich vor diesen Vandalen davonrennen. Ich bekämpfe sie. Du bist entweder tapfer oder völlig verblendet oder beides. Das ist vermutlich realistischer. Aber trotzdem viel Glück. Diese Leute verderben den Eindruck, den wir als Besucher hinterlassen. Warte, bevor du gehst, hast du Lust auf ein Röntchen Temtem-Kampf? Alter, was ist denn mit dir los? Ich könnte eine Ablenkung vertragen. Achso, na gut. Lass uns einen Freundschaftskampf austragen. Wenn du danach meine Leute auch wieder heilst, ist das voll in Ordnung. Ach, guck mal, der hat das Anfangsvieh. Hier ist das Smasi. Habe ich irgendwas, was grün gegen dich ist? Nein. Brauche ich anscheinend auch nicht. Aber gut, jetzt weiß ich es fürs nächste Mal. Das wird grün sein. Fieberschub. Und scharfe Blätter und ein Tritt in die Weichteile. Und das war's. Hat Spaß gemacht und jetzt werde ich mich wieder im Dunkeln verstecken. Ja, tu das, du Lappen. Ach, was soll man heute von den Leuten erwarten? Ah, come on! Wenn es wenigstens interessantere Temtems wären, die einem im Freien angreifen. Nein, es sind immer dieselben langweiligen Skiles und sonst was. Das ist so schade. Selbst bei Pokémon, wo auch so viel normales Gekröse rumläuft, hast du auch mal interessantere Viecher. Also die nerven mich tatsächlich mittlerweile eher, als dass sie interessant sind. Endlich kommt Hilfe. Hilfe für was? Gegen diese Schurken natürlich. Du solltest hier raus. Erst wenn der Kurator mir bestätigt, dass es sicher ist. Ich kenne diesen Ort nicht sehr gut und wenn ich mich verlaufe, ich habe mich schon längst verlaufen vielleicht. Ich warte auf ihn, er kann es hier nicht sitzen lassen. Bis dahin wünschte ich, jemand würde mir die Zeit mit einem Temtem-Kampf vertreiben. Ja, sicher. Von mir aus. Aber gut, gegen Trainer ist es wenigstens cool, weil machst du meistens Erfahrungen mit ordentlich. Das passt schon. So. Komm, Windstoß und Energie. Manipulation.
Die ist irgendwie immer gut. Ich glaube, es war eine gute Wahl, dieses Mental-Pokémon. Temtem. Mental-Temtem. Am Anfang zu wählen. Barhaus aus den Latschen. Dankeschön. Klasse Kampffärber. Der Hammer, du warst so stark. Ach, guck mal, da ist noch was. Zweimal Äther. Aber ich glaube, bevor wir hier weitermachen, beende ich diese Folge für heute. Und den Rest dieses Turmes machen wir dann in der 10. Folge und erstmal regelmäßig letzte Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Deswegen letzte Folge auf jeden Fall nochmal einschalten. Bis dann.